Blub, blub, blub. Begrüße euch, hier ist Mr. Möhr und ich spiele jetzt wieder Aquanox 2. Warum ich das spiele? Keine Ahnung. Wir machen weiter mit diesem lustigen Spiel. Wir werden hier jetzt erstmal wieder gucken, was wir machen können. Ich glaube, ich wollte gerade irgendwo hinreisen, kann das sein? Ja, nein. Ich wollte eine Mission machen. Militärischer Konvoi, der erste Navigationsprogramm steuern. Der Konvoi durch dieses Gebiet eskortiert. Oh, wir werden Amitabs folgen. Lustig. Was soll ich auch nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ah, pass auf. Da gibt's bestimmt... Ich weiß, dass es in dieser Mission etwas sehr, 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 sehr Wichtiges gab, was man tun muss, um einen sehr, sehr wichtigen Gegenstand zu bekommen. Ist aber ein Bonusziel, sollte man sich aber trotzdem im Hinterkopf behalten. Mal sehen, was es sein könnte. Surfer 43, 19,1 Grad, 25.02.2011. Ist ein Freitag. Für Leute, die sich das nicht jetzt später anschauen sollen. Ein Freitag! Dann kann ich das hier aufnehmen. Okay, Freitag! Toll, da kann man schön mal aus seinem Boot rausschüpfen und ein bisschen blub, 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 blub machen. Okay, lieber nicht blub, blub, blub. Sondern wir... Ja, wo gehen wir denn überhaupt lang? Es ist anscheinend ein... Oh, Mission mit mehreren Leuten. Geil. Ich habe mir vorgenommen... ich habe es, glaube ich, irgendeinen Zuschauer versprochen. Ich werde jetzt... Jetzt? Ah, ich habe sogar schon ausgeschaltet. Ich werde jetzt ohne Ziel, Anvisierung und weiteres spielen. Ich habe sogar schon ausgeschaltet. Werde jetzt ohne spielen. Ich werde es einfach ohne machen. Ich finde, das ist irgendwie jetzt doch irgendwie viel netter. Nicht, weil es dadurch einfacher wird, sondern einfach, weil ich es kann. Außerdem hat jemand gesehen, irgendein amerikanischer oder englischer Zuschauer, das Ganze mit der Stingray dumm herumballert. Und der dachte irgendwie, ich mache damit irgendwas Falsches oder wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber vielleicht sollte man jemand ihnen erzählen, dass sie das nur aus Spaß gemacht haben. Ich glaube, der hat das nicht richtig verstanden. Und ich glaube, ich habe ihm auch geantwortet. Er hat mir nie zurückgeantwortet. Ich glaube, der hasst mich jetzt oder so. Der Leute denkt, ich bin voller Trottel in dem Spiel. Und das ist nicht gut. Ich finde nicht, dass er denkt, dass ich ein Trottel bin. Das ist voll gemein von ihm. Ich meine, ich sage auch nicht, dass er ein Trottel ist. Oha. Oha. Das ist mein Link. Wieso die da nicht schneller? Ich bin nicht schnell genug, um hinterher zu kommen. Das ist unfair. Stony und Animal. Macht der Animal. Er ist nicht ein Schaf. Nein, ist er nicht. Ist kein Schaf. Nein, er ist ein komisches anderes Tier. Man weiß es noch nicht. Was ist das hier? Boah, was ist das hier für eine riesige Armee an Leuten, die sie hier aufgebaut haben? Das geht ja gar nicht, ne? Das ist ja schon ein ganz schöner Haufen hier. Marineros, diese Schiffe sehen zwar wild aus, aber am Steuerknüppel sitzen lahmarschige Zivilisten. Wir eskortieren sie zum Asylum. Heiß voll für einen Arschdinger. Babysitter Nummer 1 auf dem Weg. Ich bin nicht Babysitter Nummer 1. Mir egal. Wenn jemand kommt, frisst er meine Torpedos. Ja, Animal, das ist das geistreichste Kommentar. Mayday ist auf ihrem Posten und macht sich die Fingernägel. Oi. Mensch, die sind auch alle motiviert wie unser ganzes Team. Wisst ihr, fahren die überhaupt? Hallo? Ey. Hey, die fahren echt mit 25 km/h. Oh. Oh, bloß nicht noch schneller. Sonst komme ich hier noch in Geschwindigkeitsrausch. Ich kann nicht mehr. Was ist denn hier los? Ich kann nicht mehr, ich drehe mich im Kreis. Okay, es reicht. Kann ich mich so derb im Kreis drehen, dass ich... Wow! Okay, ich sollte damit aufhören. Okay, ich kann mich so derb im Kreis drehen, dass ich alles um mich drehe. Willy Boy, ich hab da was an dem Navigationspunkt. Check das. Ja, ich roll ja schon dahin. Ich bin zwar nur im armen Mighty Maggie, aber ich werde da hingucken und mal sehen, was es ist. Ich werde alles mit der Catwing abknallen. Doch nicht. Es geht mir gut. Was soll denn hier sein? Hier ist nichts. Tut mir leid. Also ich sehe nur komisches graues Zeugs irgendwie. Alles ist voller Blubber. Ja, sagst du jetzt? Ich weiß nicht, also... Na, wir werden später drauf zurückkommen. Vielleicht finden wir ja später nochmal was hier. Ich liebe diese Mission. Diese Musik, die jetzt läuft. Oh, kann mir die bitte jemand senden? Das ist für mich... Es ist... Okay, damit kann jetzt wahrscheinlich nur Mr. Möhr was anfangen. Es ist diese Musik, die einfach dieses Spiel auszeichnet. Es ist für mich die Theme-Musik für dieses Spiel. Einfach diese Musik. Es gibt alles wieder, was... Es gibt alles in diesem Spiel wieder. Das ist für mich halt die Klappe. Es ist wunderschön. Nein, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Musik. Also, der Komponist, den sollten echt die Füße geküsst werden. Der ist wirklich genial. Es hört sich wirklich sehr, sehr gut an. So, da ist auch nichts und ich sollte vielleicht mal da gucken gehen, kann das sein? Nein, das sollte ich nicht. Ich werde einfach mal weiterschauen, ob ich hier noch was anderes finde. Ich schwimme hier mal in die Richtung und schaue mir das Ganze mal hier an. Mal von näher betrachten das Ganze hier. Links oder rechts? Ich fahre einfach links lang. Ich werde aber links gern gehen und mal gucken, was da so auf mich wartet. Yeah, ich bin der Linksfahrer. Die Linksfahrer wissen ja alle, was passiert, wenn man links fährt. Ihr werdet nicht mehr überholt. Aha, denn ihr fahrt auf der linken Seite aus, ja. Ihr seid in London. Dann ist das alles wieder anders. Wie oft habe ich eigentlich schon London in meine Pieces erwähnt? Ich habe irgendwie richtig oft schon immer über London reden müssen. Warum?
Es ist immer bei Get Alive, ist mir das glaube ich auch mal passiert. Einfach London. Da habe ich über London geredet. London ist nicht cool, weil sie da alle andersrum fahren. Was heißt andersrum? Sie fahren ja nicht rückwärts. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ihr habt ja viel zu viel Zeit offen. Es muss hier einfach irgendwas geben. Man muss dir einfach genug erkunden. Es passiert ja eh gleich, weil gleich ist hier Weltuntergang. Ich sehe das schon kommen. Ey, ihr macht jetzt nichts Falsches hier. Was auch? William, Nachpunkt ist wieder was. Schau nach. Ja, ich gehe ja schon gucken. Ich bin nur die arme Mighty Maggie. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich bin nicht der Schnellste. Ich habe auch noch meine Kette gehabt. Mit der Kette kann man knallen. Und so weiter. Okay, nicht durchdrehen. Nicht durchdrehen. Fum. Also, ja, jemand hat es natürlich nochmal angesprochen, den Vendetta Gatling. Ja, klar. Scheiße. Wetten, ich hab's vergessen. Ich habe jetzt kein EMP eingepackt. Wetten, und jetzt ist es scheiße. Ich sehe das jetzt schon kommen. Es ist scheiße, dass wir kein EMP Es geht Krieg. Krieg. Man muss den Kackkreuzer retten, oder? Höllendurchfall, das sind ein paar harmlose Spinner. Lass die in Ruhe. Nee. Ich lasse dich jetzt bestimmt in Ruhe. Das ist nicht jetzt hier Krieg, ne? Das ist ja jetzt richtig Krieg angesagt. Ich muss diesen scheiß Frachter retten. Wenn ich das nicht tue, dann gibt es hier Ärger. So, kaputt machen. So, du auch. So, komm her. Flieg woanders lang. Hau auf den Frachter zu schießen. Wir kriegen uns jetzt. Wir müssen uns bekriegen, so der wie wir können. Bam, 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 bam. Umser. Oh. Okay, William. Ich werde die Ladung dieses Frachters für dich später bergen. Dankeschön, lieber Kollege Fuzzy. Hä? Darauf habe ich gewartet, dass du sowas sagst. Ein paar harmlose Spinner, sagt Amitabha, und ich soll mir hier das Bonusziel entgehen lassen oder was? Wer fliegt denn da bitte schön zurück? Wer macht denn so einen Mist? Also ich würde ja, da würde ich erst recht noch sagen, ich muss sie jetzt töten. Wenn ich sie nicht töte, müssen sie alle sterben. Ach. Silver. Okay. Jetzt geht's mir wieder besser. Einfach ein bisschen weiter schwimmen. Ja, den Konvoi jetzt konstruieren. Ihr muss das Spiel wieder regelmäßig aufnehmen. Es ist echt schön. Und ich mache mal einen Schnibbeli-Schnapp. Okay, Schnibbeli-Schnapp gemacht. Und ich hatte da mal die Gründe für, wirklich. Ja, wie hat das Schnibbeli-Schnapp nichts gebracht? Nochmal Schnibbeli-Schnapp. Schnibbeli-Schnapp? Lass es durchgehen? Okay, Schnibbeli-Schnapp wurde angenommen. Ich habe geschnibbeli-schnappt. Ja, manchmal, wie gesagt, Fraps hat eben die Angewohnheit, dass sie sich manchmal auf 20 Bilder pro Sekunde festhängt und davon sich auch sehr ungern wieder löst, muss man an der Stelle sagen. Da musst du es manchmal ein bisschen von abhalten. Und ich glaube, wir fahren in Lucky diesen Felsen, wenn ihr nicht aufpasst. Das wäre sehr, sehr schade, liebe Kollegschaft. Also, sucht euch einen anderen Weg. Fahrt an diesem Felsen am besten vorbei. Ihr fahrt doch an dem Felsen vorbei, oder? Ja, ihr seid nur blöd Zivilisten. Ich weiß, ihr fahrt eh gegen den Felsen. Weil ich bin der Einzige, der hier auch nicht fahren kann. Bin ich hier auch der Einzige? Halt mal, was ist das? Da ist jemand. Wer bist du denn? Hallo? Was bist du denn für einer? Hey? Hey? Hallo, mach was. Sei am Leben. Weißt, da ist irgendwas. Sag mir, wer du bist. Und ich sage dir, wer du bist. Was bist du? Hallo. Du bist ein Boot. Du bist ein sehr, sehr böses Boot. Stirb, Boot. Oder du wirst vernichtet. Stirb. Au, diesmal sind Scrawler-Signaturen am Nachpunkt. Sieh nach. Ich hab mir doch den gerade angesehen. Ich bin doch schon hier. Hier, guck mal. Ich habe ihn direkt vor mir. Will er mich verarschen? Hallo? Ja, sehen wir das Ding doch an. Hallo? Ein lahmgelegter Crawler-Scout ohne Pilot. Was denn das für ein Spielchen? Ja, ich hab's kommen sehen. Jungchen, sieht gut aus. Den schnapp ich mir nachher. Ein Crawler-Scout fehlt uns noch. Was soll das denn bedeuten? Hier ist ein neues Flugzeug hier. Ich meine, einen neuen Wagen. Ja, ich meine, hier ein neues Hubschrauber. Ich meine... Sonne, heilig. Nein, ich meine hier, wie heißt das Ding? Sonne, das Ding, was schwimmt. Schiff, genau. Ich meine, gibt es das gleich, oder wie? Das wäre ja klasse. Na, wollen wir mal schauen, was uns jetzt erwartet hier. Ich habe ja ein ganz, ganz übles Gefühl, weil, sage ich, meine, da ist ein Crawler Scout. Ohne irgendwelche Waffen oder sonst was. Es ist dort einfach unten kein Pilot drin. Es ist schon fast zu mir. Leute, Gefahr stinkt und ich riech da was. Ja, du stinkst. Das ist das Problem. Und du bist die Gefahr, Kollege. Ganz ehrlich. Da habe ich gar keine Zweifel dran. Oh, es wird langsam zu. Ich fahre weiter ran. Ich muss ans Licht. Ich knall das Licht ab. Stell dir vor, auf einmal geht das Licht aus, nur weil ich dagegen geknallt habe. Das wär's ja noch. Och Leute, das war doch mal ein bisschen schneller. Ehrlich jetzt. Ich kriege leider zu viel. Leute, ey, jetzt. Ihr könnt doch nicht. Böse. Bösung. Okay, da sind einfach blöde Panzer. Das ist eine Falle, oder was? Ja, scheiße, wir werden alle sterben. Hier, Stingray-Attacke. Also dann. Bumsa.
So, hätten wir das doch schon mal geklärt. Seid ihr verrückt? Wer bist du denn? Ausweichen, ausweichen, Mann! Sie schwacken alle ab. Zu viele von denen. Okay. Mir friert hier gleich der Hintern das zu. Macht nix. Hier machen die ja alle kaputt. Achtung, Drake! Alles kein Ding. Überall Scharfschützen! Verdammt! Wir werden alle sterben! Das ist sterben! Okay. Oh, da werden wir jetzt alle sterben. Okay. Okay, wollen wir jetzt mal hier ein bisschen ordentlicher spielen? Ne, das geht ja gar nicht mehr. Hi-Scheiße, habt ihr es gehört? Es ist Hi-Scheiße in der Lunge unterwegs. Ja, ich weiß, ihr seid echt blöde dran. Ihr seid ernst arme. So, aus dem Weg, Kollegschaft. Hier gibt es jetzt Radar und einfach rote Leute. Es wird ordentlich gefeuert hier. Und er wollte mich von der ganzen Seite. Oh, ein Bandorf. Guckt ihn euch an. Er meint's ernst. Ich sehe es ihn an, er meint's ernst. Stirb einfach. Und wupsa, kaputt. Und ich bin auch gleich kaputt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich will noch nicht sterben. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und kaputt gemacht. Oh, du Scheiße. Ach! Tod. Du hast verloren. Bitte, Spiel neu starten. Pass auf, wir sind so lebendig innerhalb von wenigen Sekunden, dass... Ich bin der Schifffahrer. Ich fahre mit meinem Schiff durchs Wasser und mache einen Backflip. La 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 la. Ich habe meine komische Gatling auf Feuer mit rum. Scheiße, ich will diesen ganzen Weg nicht normal schwimmen. Ich will nicht. Ich will nicht. Außerdem habe ich jetzt den Cut verpasst. Wisst ihr, ich wollte den Cut extra so schneiden, dass ich jetzt zur nächsten Szene wechseln kann und wir direkt wieder an der Stelle sind, wo wir vorher waren. Aber das geht ja jetzt nicht mehr, weil ich jetzt was anderes reingeschnitten habe. Könnt ihr es euch so... Toll, das war's jetzt. Mann. Wir tun einfach so, als wäre diese Szene nicht gewesen, okay? Ihr ignoriert das jetzt. Also, was habe ich nochmal gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, ich habe alles vergessen. Das ist ärgerlich. Ja, bis gleich. Konvoi. Marineros. Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich konnte jetzt einfach die ganze Zeit diese schöne Musik genießen. Es war herrlich.